Immer wieder im Sommer, gerade während der Erntezeit, brennen die abgemähten Felder. Meist reicht ein Funkenschlag von einem Mähdrescher und das ganze Feld brennt in wenigen Minuten. Genau deshalb hat die Feuerwehr in Neustadt an der Donau ein solches Szenario trainiert. Zu Trainingszwecken wird ein Feld angezündet. Ein Landwirt aus der Region hat dem zugestimmt. Das Problem ist vor allem, auf den Feldern gibt es häufig keine Wasserleitung. Wichtig ist es dahingehend, um in Bereichen, wo man mit Großfahrzeugen oder wo wenig Löschwasser ist, mit Handwerkzeugen und Löschrucksäcken relativ viel bewältigen zu können. Und das muss trainiert werden bei den Leuten, das kann man nicht von Haus aus. Ein kleiner Löschrucksack sieht zwar auf den ersten Blick komisch aus, allerdings ist das die effektivste Methode, einen Feldbrand in den Griff zu bekommen. Im theoretischen Teil wird den Feuerwehrlern erklärt, welche Einsatzgeräte bei einem Wald- oder Feldbrand sinnvoll sind. Dazu gehören vor allem auch Äxte und Schaufeln. Damit kann man den Weg des Feuers unterbrechen. Von den Wetterbedingungen her war es eigentlich heute durch die enorme Hitze, die wir gehabt haben, prädestiniert für diese Übung. Weil im Ernstfall, sag ich mal, wenn wir einen Flächenbrand oder einen Waldbrand haben, herrschen bestimmt ähnliche Bedingungen. Die Ausbildung kommt genau zur richtigen Zeit, denn die große Trockenheit in diesem Sommer steht noch bevor.